Ein Tscheche, ein Ami, ein Australier, ein Ungar und ein Deutscher gehen in ein Bar. Der Bartender sagt, wie kann ich euch bedienen? Der Australier sagt, herzlich willkommen bei Humbug, das neue Quizshow in Tide TV. Der Bartender geht weg. Der Ami sagt, hallo, ich bin in Team Grün. Und das hier, das ist mein Partner für heute. Und der Tscheche sagt, ich bin in Team Grün. Der Ungar sagt, das bedeutet, ihm ist leider die Gulaschsuppe für heute ausgegangen. Er ist sehr traurig und hungrig und fragt, ob er nicht irgendwo noch eine Salami herkriegen kann. Sagt der Deutsche. Ja, natürlich ist das Sean, Martin, Bolasch und Lars. Ich bin Scott und wir gehen in Runde 1. Odd One Out, wer passt nicht? Das ist die erste Runde. Es geht darum, dass drei Wörter im Bildschirm gezeigt werden. Und die Teams müssen auswählen, welche in die Reihe nicht passt. Wenn es richtig ist, bekommt das Team einen Punkt. Wir fangen wie immer mit Team Grün an. Sean, du darfst tippen. Ja. Martin, du darfst raten. Es geht damit los. Du darfst mal. Ja, ich darf mal einloggen. Log was rein. Martin. Ja, das dachte ich auch. Es passt alles gar nicht, aber Nippel passt am wenigsten. Nippel. Schade. Wozu passt der Nippel? Flocke und Nippel sind beides natürliche Sachen. Ein Gespräch ist relativ unnatürlich. Nippel ist eine natürliche Sache. Ah, okay. Ja, es ist an mir dran, wie eine Schneeflocke. Da kommt deine soziale Ängste raus. Ein Gespräch ist gar nicht natürlich. Ja, du hast recht. Ich glaube, Martin wollte nur das Nippel antippen. So, und ihr zwei, Bollasch, du loggst was ein. Ich log ein. Lars, du rätst aus diese drei Wörter. Geschenkt. Findet ihr? Bildung. Bildung? Ha, ja, ist richtig. Panzer, Taxi, ja, irgendwie beide Fahrzeuge. Beides, ne? Bewegt sich. Lässt sich erklären. Ja. Wieder zurück zu euch. Sean, mach was Gutes aus dieser Dreiwörter. Du nickst? Ich nicke. Mhm. Können wir irgendwie 10 Punkte setzen oder so? ich sage E-Mail. E-Mail. What? Knöchel und Gast sind doch was Natürliches. Hallo? Ein Gast hat Knöchel? Ja? Ich lade mit einer E-Mail Gäste ein. Der Gast hat doch einen Knöchel. Ja. Oh, Leute. Der ist an dem dran. Das wird, wir werden Großes leisten hier. Ja, ich glaube auch. Ist okay, es gibt mehr Punkte zu holen in die nächste Runden. Aber mit ihrer Nippel-E-Mail war leider bisher nur Punkte zu holen. Bei euch geht's mit diesen drei Wörtern weiter. Ich sag Flut, denn das enthält kein E. Ein Flut enthält kein E. Bestimmt hast du auch daran gedacht. Nicken, Punkte bekommen. Zurück zu euch. Tippst du wieder ein? Ich tipp wieder ein. Du tippst. Ja. Weil es so gut geklappt hat bisher. Nicht wahr? Ja. Ich sage jetzt ganz zurückhaltend und leise Leine. Die leise Leine. Ja. Weil? Dosis und Dessert, wenn man zu viel, kann man beides überdosieren. Ja, fängt beides eine mit Eine Überdosis an eine Dosis. Überdosierte genau. Dosis. Ja. Ja. Finde ich super. Und zurück zu Orange, Braun, ihr zwei. Das ist wieder leicht. Also ich finde es leicht. Ich auch. Dann ist klar. Kaffee und Ami haben beide ein doppeltes E. Also machst du wieder mit Wort? Bibel geht raus. Bibel ist Ortmann. Ja, du hast bestimmt Kaffee gesagt, oder? Ich habe Kaffee gesagt, ja. Ja, das sind biblische Armeen und so weiter. Ja. Das ist doch. Ja. Die Hethiter und was auch immer. Ja, und welche Armee funktioniert ohne Kaffee? Keine, den ich Punkt kenne. An dich, aber leider nicht. Zurück zu euch. Ja, wir holen jetzt auf. Das mit diese drei. Schwierig. Ja, aber ich gehe trotzdem aufs Schwert. Ja. Ihr geht trotzdem aufs Schwert? Ja. Das ist nicht aufs Schwert gefallen? Ja, sehr gut. Nee.
Sehr gut, dann hast du den Gleichstand wieder geholt. Ja, ja. Die anderen haben so viel Druck, die kriegen das jetzt nicht mehr hin, glaube ich. Doch, ich bin ganz entspannt. Tja, jetzt hoffe ich, dass du so ein gewisses Muster erkannt hast. Ja, ich hoffe auch, dass du ein gewisses Muster erkannt hast. Ja, ich hoffentlich das Gleiche. Weiß nicht, ich orientiere mich ja immer so, also Kollege und Kies würde ich ja jetzt zusammennehmen wollen. Ja, dann habe ich... Aber. Genauso gut kann man auch ein Kollege eine Uhr haben. Und das ist dann so, geben wir heute mal der Semantik den Vorzug. Heute fliegt mal der Kies raus. Richtig, bei mir auch. K und K, das war doch voll offensichtlich. K und K. So, das war... Du kennst das, ne, mit diesem Schummeln, ne, dafür kann es auch Minuspunkte geben. Ich hab nicht geschummelt. Mein Partner hat geschummelt. Wir passen sehr, sehr darauf auf, dass man wirklich nur ein Wort sagt und dann ganz schön die Klappe hält. Trotzdem, nach Runde 1... Aber ich darf nicht nachdenken. Ich muss, okay. 3 Punkte für Team Orange, 2 Punkte für Grün. Wir haben das über. Wir halten das aus. Wir führen. Schauen wir. Runde 2. Runde 2 heißt 2 von 4. Es geht darum, dass 2 Wörter von 4 richtig sind und 2 sind falsch. Der mit dem Brille muss raten, welche 2 Wörter grün war gerade vorher. Wenn es richtig ist, gibt es 2 Punkte für die Team. Wir fangen wie immer mit Team Grün an. Sean, du rätst. Ja. Martin, du guckst nicht. Mit folgende 4 Wörter. Sean, viel Glück. Verbinde die 2 grüne Wörter mit einem Wort. Ist das ein gutes Zeichen, wenn du lachst? Kann ich nicht. ich sage... Oh Gott, Gott. War das ein Tipp? Nee. Wow. Ewige Zeit haben wir nicht. Nee, ewige Zeit haben wir nicht. Deswegen sage ich jetzt einfach Wodka. Wodka. Da ist der Russe auf jeden Fall dabei, der ist gesetzt. So. Ja, ich glaube, das war der... Wodka. Was kann das Hemd mit einem Wodka zu tun haben? Eigentlich nicht viel. Was kann ein Flugblatt? Da kann man natürlich für Wodka werben und mit einem Zweig, wächst an einem Zweig Wodka? Wohl kaum, ne? Ach, Kinder, ich nehme Flugblatt. Flugblatt. Nein! Leider falsch, es war das? Zweig. Nein! War das, ja, so Kartoffeln-Wodka. Ja. Es gibt auch so ein Bison-Gras-Wodka, wo so ein... Es gibt auch Bison-Gras-Wodka, ja. Eigentlich gar nicht so ein schlechter Clou. Ne? Stimmt. Von ihm gar nicht so schlecht, ne? Mann. Kein Kampf jetzt. Ja, jetzt ich mach mich bereit. Mach dich blind. Aber ihr habt ja immer 2 Chancen hinten, ne? Das werdet ihr schon schaffen. Go. Was ist dein Wort? Mein Wort ist Lounge. Lounge? Okay, in der Lounge haben wir Cocktail. In der Lounge haben wir Cocktail. Und wir haben auch ganz oft an Flughäfen eine Lounge und deswegen haben wir doch Gepäck. Ja. Ja, gut. Ich hätte auch Flughafen gesagt. Ja. Flughafen? Ja, Flughafen, ja, Gepäck. Ja, Lounge, Cocktail. Ja, Lounge, Flughafen. Hm. Tja, ich war aber nicht dran. Passt aber nicht. Nee. Passt immer mir dran. Ich war auch nicht dran. Seid ihr fertig? Wir sind fertig. Ja. Dann Brillen an. Brillen an. Brillen an. Sean, mach was draus. Cool. Für dich. Blüte. Blüte. Welche 2 Worte? Jasmin. Und die Ziege. Nein! Ja, das war aber scheiße von mir. Sorry von mir. Das ist sehr nett, dass du das jetzt. Ne? Das Rad, weil das rund ist wie so eine Blüte. Ich dachte, die Ziege, weil es auch was Natürliches. Ja. Weil es die Blüte ist. Okay. Jetzt zurück zu euch. Und nochmal die Brille ansetzen. Und los geht's. Ja. Ich mag, dass du die Brille abnimmst und noch eine Brille da ist. Das finde ich ganz, ganz klasse.
Ich sag Wind. Wind. Ja, Mühle. Mühle. Richtig. Und Schnee. Nochmal richtig. Ihr führt ziemlich doll. Hm? Könnt ihr das ändern? Versuchen wir mal das andersrum. Ne? Sean, du ziehst die Brillen an. Und Martin, du denkst dir ein ganz schlaues Wort aus. Ja. So diese zwei. Ich versuche mir Mühe zu geben. Grün. Grün. Der Salat ist grün? Ja, der Salat ist grün. Der Salat ist grün, ja, grünes Licht. So, grüner Kuchen. Weiß ich nicht. Toilette, grün. Mhm. Graf, ein grüner Graf. Vielleicht grüner Graf? Hm, ja, sag mal Graf. Ja, richtig. Yeah. Es war teils ein Wortding und teils ein. Ja. Woran hast du das gedacht bei Grün? Ich habe erstmal grün und Salat und dann gedacht, irgendwie mit dem Grafen wird das schon laufen. So, und dann ist mir das Rest eingefallen noch. Ich setze die Brille auf, ne? Setze die Brille auf, Lars. Sei klug. Ariel. Ah, okay. Meer. Und Mädchen. Hm. Nicht an Ariele Grande gedacht, nee. Die bekannte Sängerin. Sängerin. Nee, ich habe das. Da steht auch Sänger, ne? Das, ja, da geht nur Männer. Ne? So, sehr gut gemacht. Das war fast so gut wie mein Grün. Mach noch ein tolles Wort. Das Boden. Ich habe ein gutes Wort, aber ich spiele nicht. Ungesund. Ungesund. Rauch ist ungesund. Das ist es. Ja, und das ist ungesund für das Herz. Für das Herz. Ja, genau das ist es. Aber genau gesund für die Punktzahl. Und genau das zurück gemacht, zu euch. Die letzte Frage dieser Runde. Sieht so aus. Mr. Lars. Ja, dann sage ich Braunkohle. Bergbau. Ein Wort. Ein Wort. Braunkohle ist ein Wort. Neben der Holzkohle zum Beispiel. Keine Leerkasten. Schwarzkohle. Mhm. Bergbau und Rotguthaben. Ich sag Gott. Bergbau. Was war dein Wort nochmal? Braunkohle. Guthaben. Man macht viel Geld mit Braunkohle. Ja, viel Geld, aber keine Punkte. Baut es im Tagebau flächig ab und trägt die Landschaft ab. Okay, ja, leider ein bisschen Downer zu Ende, aber trotzdem mehr Punkte als zuvor. 6 für Team Grün, 9 für Team Orange. Einmal umdrehen, bitte. Da gibt es trotzdem 6 und 9. Ja, bleibt so. Dann für Achsen-Team. Egal. Wir gehen in Runde 3 und enden die Punkte damit. Die Beat-Runde ist Runde 3. Es wird geboten. Geboten. Dankeschön, es wird geboten. Und zwar, die Teams sehen 6 Wörter und loggen so viele ein, die möchten, die glauben, mit einem Wort verbinden zu können. Diejenige Team, die schneller war oder mehr Wörter eingeloggt hat, ist dran und kriegt so viele Punkte wie Wörter, die sie eingeloggt haben, wenn der andere rät, welche Wörter der andere ausgewählt hat. Ja. Wenn es richtig ist, dann kriegst du so viele Punkte und wenn nicht, kriegt die andere Team so viele Punkte. Also es gibt Punkte zu verschenken, wenn ihr zu gierig seid mit ihrem Bieten. Ihr wollt bieten, dann beat mal. Du hast schon? Du kennst die Gott, die Wörter 2. Doch gar nicht. Lars, Brille auf, Martin, Brille auf. Es geht mit diesen 6 Wörter los. Hast aufgegeben. Ja. Du hast 3 Wörter eingeloggt und deine 2. Also 3 Punkte sind zu gewinnen. Was ist dein Verbindungswort, Bollasch? Mein Verbindungswort ist Heiliger. Heiliger. 3 Wörter Heiliger. Verbinden. Heiliger. Also, welche sind das? Okay, wir sagen Held. Richtig. Okay. Jetzt wird es so ein bisschen sakral, dann sagen wir mal Göttin. Göttin ist richtig. Katze. Katze?
Kerze, meinst du? Katze war nicht da, aber Kerze ist richtig. Drei Punkte. Das war gut. Ja, das für war euch gut. Nicht schlecht. So, lob. Müssen wir so akzeptieren. Drin wieder auf. Los geht's. Okay. Da bin ich aber gespannt. 3 zu 3 wart ihr. Lange Zeit. Und dann hast du ganz am Ende dein viertes Wort eingetippt. Also ja. Musst du jetzt 4 Wörter mit einem verbinden. Ja. Ich bin gespannt. Ich auch. Okay, ich sage. Ich weiß nicht, ob ich das darf. Ich muss schon was anderes sagen, weil da so ein Teil von dem, was ich sagen wollte, ist woanders ist drin. In einem Wort. Ja, ja. Dann muss ich sagen. Ja, lass dir Zeit. Ja, wir haben ja, ihr habt ja alle Zeit davon. Ich sag machen. What? Machen. Machen. Also beim Handwerk macht man was. Tut man. Bei einer Aktion macht man was. Ja, das stimmt. Das stimmt. Machen ist echt gut. Was hast du dann noch für? Bei einem Teig macht man was. Genau, bei der Halskette. Bei Gold macht man was. Eigentlich macht man alles. Bei Hort macht man was. Ja, stimmt. Ich wollte Werkstatt sagen, aber bei Handwerk ist die Werkstatt. Ja. Das okay. Ja, deswegen. Hat es auch Goldschmied am Anfang gemacht? Ja. Also Schmied halt. Schmied. Mhm. Genau. Ja, das haben wir auch. Deswegen drei lange Zeit. Aber ist nicht so schlimm. Die kriegen nur 4 Punkte. Ja, das ist ja nicht. So, nochmal da Brille auf, ne? Lach nochmal böse, aber mit die Brille auf, denn wir müssen weiter. Mit diese 6 Wörter. Aha, so. Aha. Wieder 3 zu 3 und ganz am Schluss hast du ein 4. eingeloggt. Also, oh Gott. Was ist dein Wort jetzt? Oh nein, vielleicht kriegst du viel als. Naja, vielleicht kriegst du das zurückgeschenkt. Mein Wort ist human. Aha, also nehmen wir mal Mensch und Vene. Machen wir eins nach der anderen. Mensch und Vene. Ja, da beißen wir die Brust. Brust. Ja, der Fahrer. Der Fahrer. Nein! Das ist unglaublich! Ich habe Angst gehabt, dass du Paar nimmst, weil das ist ja irgendwie auch. Ich habe einen Augenblick gedacht und so, ach Quatsch. Ja, aber es gibt ja theoretische Paare, die genau, sind nicht. Ich kann auch ein paar Äpfel haben. Ja. Bitte dich. Äpfel. Ja. Aber eine Vene ist doch auch human. Aber nicht ein nur paar bei Mal Menschen. Brille tauschen könnte ja. Er auch. Stimmt ja. Eigentlich, Vene haben auch Tiere. Ne? Ja? Ja, aber ich habe mir schon gedacht, du wirst jetzt nicht irgendwie an Tiervenen gedacht haben. Ne? Hab ich auch nicht. Ihr habt auch die Punkte, ich weiß nicht, wieso. Quatscht. So, jetzt versuchen wir Martin gegen Lars. Mit diesen 6 Wörtern. Ich hab wenig so, grün war schneller. Mhm. Beide 2 eingeloggt, aber wie gesagt, deine Finger waren schneller, deswegen sag ein Wort. Karneval. Karneval. Party! Party! Ich verkleide mich als Gespenst. Gespenst? Nein, du feierst eine Woche lang. Oh. Auf dem Karneval. Stimmt. Das ist eine Woche lang. Da aber das recht, ich hätte eigentlich das Gespenst noch mitnehmen können. Ja, echt mal. Machen wir so. Die Punktzahl ist ein bisschen aus dem gleichen Weg gekommen. Ja. Aber wir versuchen das jetzt ein bisschen zu balancieren, indem ihr nochmal die Brillen ansetzt. Wie viel steht's denn? Ich sehe gar nichts. Viel zu wenig. Ja. So. Wir wollen es spannend machen. Diese 6 Wörter. Okay, 4 zu 2 für Grün jetzt. Ja, hilft ja alles nichts, ne? Ja, nee. Versucht jetzt, ein gutes Wort auszudenken. Ich hab's schon. Strandurlaub. Strandurlaub? Strandurlaub. Oh, okay, das ist gut. Wieder ein Wort in Deutsch. Strandurlaub ist ein Wort, ne? Ja. Düne? Yes. Ich sage, ob es richtig oder falsch ist. Das hat so lange gedauert bei dir. Yes. Schaufel. Das ist um die Spannung jetzt mal Schaufel. Zu hast du, was hast du gesagt? Schaufel. Schaufel. Schaufel ist richtig, ja. Mein Platz an der Sonne. Du nimmst Platz? Ja. Und eins noch? Mit meiner Frau gehe ich in Urlaub. Ja. Scott, du musst auflösen. Schauen wir nach die Werbung. Nein, natürlich, wir haben keine Werbung. Es ist Tide und es ist auch richtig. 4 Punkte für Grün. Endlich mal doppelte Zahlen. Ja. Letzte Frage, holt noch ein paar Punkte. Puh. Komm. Nochmal 4? Ich meine, ich bin unparteiisch. Wer gewinnt, ist die bessere Mannschaft.
da war. Aha. Grün war noch mal schneller. Ja. Zwei Wörter. Zwei Wörter. Kunstauftritt. Tag der lange deutsche Wörter heute. Steht das im Duden, dieses Wort? Kunstauftritt. Applaus. Applaus ist richtig. Applaus für meine tolle Karikatur. Für deine tolle Karikatur. Oh, ja. Nicht schlecht. Zwei Punkte nachgeholt. Leider ist es trotzdem ein bisschen aus dem Gleichgewicht gekommen. Es steht 12-22, aber es ist alles zu gewinnen oder verlieren in Runde 4. Übrigens, wenn er auch vor der Kamera schwitzend dastehen möchte, um unsere Fragen zu beantworten, kannst du gerne, oder sie, ich weiß nicht, ob ich sie siezen oder duzen soll, an hamburg@spielwerkhamburg.de. Die Adresse wird sowieso da unten angezeichnet, damit man meinen Akzent nicht missversteht. So, Runde 4 ist die Buzzer-Runde. Es geht darum, dass die Leute hier neben mir, sich einbuzzen, wenn die auf das Wort kommen, was Buchstabe für Buchstabe umgedreht werden. Die Wörter gehören alle zu einer Kategorie, was ich gleich erwähnen wird. Für eine richtige Antwort gibt es 2 Punkte, aber für eine falsche Antwort gibt es -2 Punkte diesmal. Von daher passt auf, nicht zu schnell einzubuzzen, sonst könnt ihr Punkte verlieren. Ja, die Kategorie. Mal falsch einbuzzen können. Ja, mach das. Macht es spannender auf jeden Fall. Die Kategorie. Na, wir haben vorher diese tolle Witz am Anfang mit diese vielen Länder und die Olympiade, die Olympischen Spiele waren eben gerade. Also die Kategorie diesmal ist Länder, also Länder dieser Welt. Allerdings gibt es einen kleinen Catch. Die Catch ist, dass diese Länder in ihren Originalsprachen geschrieben sind. Also ich möchte deutsche Antworten hören, aber die Wörter, die erscheinen, das sind die Namen für das Land in den Originalsprachen. Aha. Es kann sein, dass die Länder auch mehrere Heimatsprachen haben. Oha. Ich habe in dem Fall einfach irgendeins ausgewählt. Okay. Seid ihr bereit? Habt ihr alles verstanden? Yes. Okay. Yes, we okay. Do. Okay. Wir fangen damit an. Oh mein Gott. Das ist echt eine krasse Kategorie. Australia? Australia. Natürlich muss ich damit anfangen. Es ist auch richtig. Nächstes Wort. Auch Österreich, genau. Ja? Es ist Österreich? Es ist Österreich. Ich wollte dir nicht so früh das Punkt geben, aber ich musste echt was verkneifen gerade. Österreich. Wusste nicht. Ist richtig. Wirklich, ich schwör's. Schon. Türkei. Ja, genau, anders. Türkei. Türkei, genau. Ich möchte das Wort auf. Sehr gut. Deutschland. Türkei. Türkei. Schon. Schweden. Sverige. Schweden ist richtig. Ja, gut. Ihr holt nach. Nein. Lars. Die Schweiz. Die Schweiz ist richtig. Lass Lisbon. Nehme ich jetzt mal auf dem Fenster. Estonia, Estland? Estland ist falsch. Ist es Spanien. Spanien, leider. Aber mit so einem Ding drauf. Estland wäre Esti. Esti, stimmt, Doppel-I, ne? Ah, natürlich, ja. Philippinas. Ja. Philippinen. Die Philippinen ist richtig. Ich habe was dazugelernt. Bin nie gesehen. Ja? Weißrussland. Weißrussland ist richtig. Belarus. I love Belarus. Ja. Japan. Japan ist richtig. Neon. Ja, stimmt. Ja? Esti? Ja? Estland?
Ja, ich weiß, nicht, was ihr, ich weiß nicht, was ihr das habt mit dem Vorhersagen, aber irgendwie habt ihr das schon zweimal gemacht jetzt. Das nächste Wort. Baskenland. Nein. Baskenland ist leider falsch, es ist Griechenland. Lade ist Griechenland. Was ist Baskenland? Wer weiß es? Eus. Gall. Er weiß es. Wir können es nicht kontrollieren. Es geht weiter übrigens, falls ihr spielen wollt. Kroatien. Kroatien, richtig. Ich spreche das nicht aus, aber das ist Kroatien. Und das letzte. Ich möchte das deutsche Wort dafür haben. Wow. Jetzt geht es nur darum, wer das wagen möchte. Jetzt geht es ja um alles, ne? Komm, versuch doch rein. Das ist irgendwo so mit Zentralasien, würde ich sagen. Das macht eh nichts mit dem Score aus. Ja. Es ist die Mongolei. Es ist Armenien, heißt. Ach, tatsächlich? Es ist Armenien, ja. Okay. Aber das hat wirklich nicht viel gemacht mit dem Scores. Am Ende des Spiels steht es 18 für Team Grün und 20, wollte ich sagen, plus 10, 30 für Team Orange. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Ich gebe euch auch einen Schnaps hier und einen Tisch ab. Damit Runde 5, die Bonusrunde. Vielleicht kriegt ihr das nochmal mit Golden Stift in den Buch. In unserem Bonusrunde ist Telepathie angesagt, denn die zwei Gäste hier, um mit dem goldenen Stift in unsere heiß begehrte Humbuch eintragen zu dürfen, muss auf das gleiche Wort kommen, wenn zwei Wörter im Bildschirm gezeigt werden. Ihr habt drei Chancen dafür, um das gleiche Wort aufzukommen, weil du schreibst, Lars, du denkst. Hier kommen deine ersten zwei Worte, deine erste Chance. Was sagst du? Ich muss gerade denken an die ganz vielen grausigen Louis Dufresne-Filme, wo er als Gendarme über die Straße gendarmiert und in seine Pfeife pfeift, weil ständig irgendwas wieder nicht so läuft, wie er das will. Deswegen sage ich Polizist. Polizist? Das hätte ich auch gesagt übrigens. Polizist? Ja, so Pfeife, Straße. Habe ich das nicht. Nicht richtig. Nee, ich habe Zigarette gesagt. So also eine Chance vorbei. Louis Dufresne. Aber zwei habt ihr noch? Versucht mit diesen zwei Wörtern. Na klar. Mhm. Was verbindet Bruder und Waage? Das ist total doof. Oder malt sich sogar was. Okay, also Waage gibt es auch als Sternzeichen Bruder nicht, aber dann gibt es Zwilling. Als, und deswegen sage ich Zwilling. Du sagst, deswegen das Zwilling? Bollasch hat Sternzeichen gesagt. Also, ihr seid fast drauf gekommen, aber ich ist leider wieder zu weit weg. Ihr macht das spannend. Das letzte, das offizielle Symbol dafür gemalt. Der Hund. Die letzte zwei Wörter ist Orange und Fluss. Mhm. Orange und Fluss, ja. Orange und Fluss. Orange und Fluss. Orange und Fluss. Da war mir eben wohler. Nee, überhaupt keine Ahnung. Dann sage ich mal, es gibt den gelben Fluss in China, vielleicht gibt es auch einen orangenen Fluss. Ich sag China. China ist richtig. Das hat Borasch auch gesagt. Ich habe nicht auch genau an den gelben Fluss gedacht. Sehr gut. Sehr gut. Yeah. Ihr dürft ein bisschen Randal machen, aber was ihr auch dürft, ist Ihr Name, euren Namen in das Humbuch mit dem goldenen Stift anzutragen. Vielen Dank, das war Hamburg in Humbug, Humbug ja. In Hamburg. Diesmal, bis zum nächsten Mal. Ciao. Sehr gut. Wir sollten das.